Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blums Fitnessküche. Heute machen wir Muffins. Das Rezept gibt es eigentlich noch nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn es klappt, ist gut. Dann wird es veröffentlicht. Wenn es nicht klappt, dann machen wir mal lieber einen auf den hier. Aber wir gehen davon aus, dass es klappt. Von daher sind wir positiv gestimmt. Gefällt mir. Wenn euch die Rezepte gefallen, bitte immer teilen, damit auch jeder was von hat. Schließlich müssen wir alle ein bisschen zusammenhalten. Ja. Wir stehen hier vor meinem kleinen Trophäenschrank. Ist nicht viel, aber da kommt bestimmt noch ein bisschen was zu. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja im Bereich Ernährung und Personal Training tätig. Erstelle tagtäglich mehrere Ernährungspläne, Trainingspläne, optimiere die Ernährung von Leuten, die im Leistungssportbereich tätig sind, mal Wettkampfvorbereitung und. Hier oben einen kleinen Auszug einiger meiner Lizenzen auch hier Leistungssport. Ich konnte sie leider nicht alle aufstellen, weil der Platz hier doch ein bisschen begrenzt ist in meinen Büroräumen hier. Aber nichtsdestotrotz sehen wir uns gleich in der Küche. Ich freue mich auf euch. Willkommen in der Fitnessküche. Jetzt machen wir für euch, beziehungsweise für uns, Vanille Stracciatella Muffins. Dazu brauchen wir Eiweißpulver, zwei verschiedene Varianten in dem Fall. Man kann das natürlich auch einen einfachen Geschmack machen, das heißt entweder Stracciatella oder Vanille oder einen ganz anderen Geschmack, funktioniert auch. In dem Fall haben wir Eiweißpulver Stracciatella und Eiweißpulver Vanille. Wir brauchen dazu 100 Gramm Mandeln, in dem Fall wir haben gehackte, weil wir ein bisschen was grob gemahlenes auch drin haben möchten in unserem Kuchen. Man kann natürlich auch feine Mandeln nehmen, gar kein Problem. Aroma haben wir Bourbon Vanille genommen. Einfach vom Geschmack her das beste Aroma, was es gibt. Dann haben wir noch so ein Butter-Vanille-Aroma. 10 Eier. Wir nehmen 3 Eigelb. Ich weiß, da gibt es Diskussionen drüber. Die lassen wir komplett außen vor. Wer meint, er muss 10 Eigelb nehmen, soll 10 Eigelb nehmen. Kein Problem. Aber soll jeder machen, wie er möchte. 500 Gramm Magerquark, ein bisschen Süßstoff müssen wir reinmachen, der verdunstet beim Backen in der Regel ein bisschen. Von daher, sage ich mal, müssen wir da ein bisschen mehr nutzen. Man kann alternativ Stevia nehmen. Und wir haben uns hier für diese Alpro Soja Leitmilch entschieden. Die ist laktosefrei, somit also auch absolut verträglich für Leute, die an der Laktoseintoleranz leiden. Ich bereite das Ganze jetzt schon mal vor. Ihr seht gleich zwischendurch im Screen, wie das Ganze zubereitet wird, wie die Zutaten aufgeteilt werden. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, wie ihr seht, Eiklar und Eigelb getrennt. Das heißt, 10 Eiklar aufschlagen mit dem Schneebesen. Seht ihr? Das ist bombenfest. Das Ganze wird dann später untergehoben. Das erfordert ein bisschen Geschick. Wird beim ersten, zweiten Mal nicht unbedingt gleich klappen. Aber Mut zur Lücke. Hier haben wir im Prinzip die 3 Eigelb, das Eiweißpulver, Stracciatella und Vanille. 500 Gramm Magerquark in Kombination mit dem Vanillearoma. Einem Päckchen Backaroma, Vanille, Buttervanille haben wir da genommen. Circa 250 Milliliter dieser Sojamilch. Das Ganze mit den 100 Gramm Mandeln schön vermengt zu einer Masse. Das Ganze kommt jetzt in ein Gefäß, wird untergehoben, wird dann hier in die Muffinsform eingefügt. Wir haben hier diese kleinen Hütchen noch dafür gekauft und für mich ein Schneemann. Wir bereiten das vor und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, das Ganze abgeschmeckt, schön untergehoben, die Muffins. Und wir haben sogar noch ein bisschen was über, also es ist wirklich unheimlich sehr ergiebig, das ganze Rezept. Wir werden das Ganze noch
zu einem Kuchen funktionieren. Ja, und das bleibt übrig. Das könnte man eigentlich so essen, das ist total lecker. Also, bis gleich. Kennst du schon? Ja. Wie ihr seht, die sind ganz schön lecker. Also, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen probiert. Aber kann man nur empfehlen. Ich wünsche euch einen guten Hunger. Dass euch das genauso gut schmeckt wie uns. Einfach probieren, total lecker. Kann man nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal in der Fitnessküche. Ciao.